Shalom und herzlich willkommen zurück bei Deponia. Mit einem kleinen Frosch im Hals. So, in der letzten Folge haben wir erstmal das komplette Dorf erkundet. Haben Wenzel versucht zu überreden, dass er uns seine Wartenummer überlässt. Und dass er uns vor allem auch unsere Wünschelroute wieder zurückgibt. Was aber nicht ganz geklappt hat. Auch mit Toni sind wir nicht wirklich gut aneinander geraten. Darum versuchen wir jetzt in Lonzos Kneipe eine Lösung zu finden für unser Problem. Für eines der vielen Probleme. Ja, wie gesagt, schießen wir mal gleich mal direkt rein. Ah, Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht, aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und... Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Sehr freundlich, dieser Lonzo. Jetzt haben wir hier ein Dart-File, ein roter Vorhang und ein Schild. Na, nehmen wir erstmal den Dart-File mit. Schauen uns mal das Schild an. Nachdem wir es abgenommen haben. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ich habe ja schon eine ganze Reihe von Sachen dabei, aber noch nicht wirklich einen Plan. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Ganz bestimmt. Dann quatsch mal mit Lonzo. Der ist mir sehr sympathisch. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Oh ja, den kann ich gebrauchen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Schönes Argument auf jeden Fall. Ja, muss auch bis ihm vordrungen sein mit Goal. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Ja, das klingt, glaube ich, ganz, ganz stark nach Rufus. Oh, das ist interessant, aber ich werde mal nochmal mich über Toni aufregen. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, harter, zack, keif. Ja, ich bin schon lässig. Ganz bestimmt, ja. Ich erzähl mir erstmal Du wirst nicht meine glauben, Geschichte. Was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Na gut, dann fragen wir ihn mal nach, ob er uns einen Kaffee brauen kann. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Vielleicht hat er die ultimative Kaffeemaschine. Wow.
Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Imposant. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Nice, was für ein Gekrake. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Okay. Astreine Präsentation. Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Oh, kann man nicht meckern. Nehmen wir es mal jetzt vorher mit. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Gibt's noch was Schönes? Da ist die Espresso-Tasse, der geschlossenes Fach. Ich schätze mal, Nachfüllfach. Und da kommt wohl das Pulver rein. Das hab ich mir auch gerade so gedacht. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß! Was haben wir hier? Tankdeckel, da wird wohl das Wasser reinkommen. Der ist dann wohl für das Wasser. Mhm. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Alles klar. Wegen des Pulvers. Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal, die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh, ich ahne Böses. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Okay. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Alles klar, dann sollten wir es losmachen. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Aber es läuft ja schon ganz coole Mucke in dem Laden. Kann man nicht meckern. Okay, zurück in die Gasse. Ach, was haben wir denn da hinten? Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Interessant. Da oben hat sich jetzt doch tatsächlich eine Eidechse hingesetzt, aber da können wir leider nichts mitmachen. Schade. Dann gehen wir mal zur Notfallstation. Schauen wir mal, ob wir da schöne Sachen finden. Was wir da Schönes machen können. Okay. Hier haben wir einen Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Hm. Immer dieses Misstrauen. Warum bloß? Den Hebel lasse ich erstmal nochmal in Ruhe. Ein Seziermesser. Und den Zahnbohrer könnte ich auch gebrauchen. Was haben wir? Ein Lachgascontainer? Der Clown unter den Narkosegasen. Clowns. Yeah. Ich hab doch Luftballons. Yeah. Ein Ballon mit Lachgas. Und da hat er doch vorhin gesagt, könnten wir die Haken dran befestigen. Cool. Können wir noch einen auffüllen? Yeah.
Einen Ballon mit Lachgas und einen Luftballon mit Haken. Gut, gut, gut. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier ist ein Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Okay. Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Was haben wir in die Handschellen? Spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Handschellen in einer Waagschale, die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Okay. Was haben wir hier? Polizeifach, das scheint offen zu sein. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Okay. Eine Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Alles klar. Kann ich die Fußfessel... Da besteht keine Fluchtgefahr. Vielleicht mit meinem Luftballon? Vielleicht so rum? Da besteht keine Fluchtgefahr. Schade. Schade, schade. Oh, und Dietrich. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Das Zellengitter kriege ich wahrscheinlich Kein nicht auf. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Alles klar. Gut, dann haben wir ja noch die... Ja, was haben wir jetzt noch? Ach, die Feuerwehr. Hier haben wir einen Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Wer hätte das gedacht? Er ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Was haben wir hier? Asbesthandschuhe. Da kommt mir doch gerade eine wundervolle Idee. Ich habe ja die Chilischote gesehen. Da ist ein Loch in der Plattform. Was könnte man damit machen? Vielleicht einen Trichter einfüllen. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Okay, das klappt nicht. Schade. Wir können die Feuerwehrleiter nutzen. Yay! Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier vorne. Ich könnte ja den Schwamm nehmen und gucken, ob ich die Windschutzscheibe sauber machen kann. Das ist eine gute Idee. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Alles klar. Haben wir nicht. Haben wir das Rezept? Gucken wir nochmal drauf. Klares Wasser, energiereiches Wasser, belebende Flüssigkeit, heiße Bohnen. Nehme ich ein bisschen die Chilischote. Schwarzes Pulver und besonders aufputschend. So bekommen wir Kaffeepulver. Alles klar. Wir haben jetzt hier einen Bohrer, vielleicht können wir die Tür ja aufbohren. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Scheinbar doch nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Dorfkern. Wir switchen mal rüber zu Tonis Hütte. Weil ich habe nämlich die Idee mit den Asbesthandschuhen, dass wir uns vielleicht die Chilischote greifen können. Da wir sie schon so nicht anfassen können, macht das auf jeden Fall viel Sinn. Cool. Das heißt, wir haben... Das hat alles nicht geklappt. Den Wachmacher brauchen wir jetzt. Okay, wir haben schon mal heiß. Wir brauchen noch aufputschend, schwarz, energiereich, klar und belebend. Okay, interessant, interessant. So, haben wir noch irgendwas in Tonis Haus? Ich glaube nicht. Klingeln wir mal.
Was für ein witziges Geräusch. Was machst du da oben? Okay. So. Wir wollten zu Wenzel, habe ich noch in Erinnerung. Wir müssen ja ihm weismachen, dass in seinem Keller Wasser gefunden wurde. Dann nehmen wir noch mal das Seziermesser und spielen ein bisschen am Rohr rum. Wenn ich ein Loch in das Rohr machen will, brauche ich anderes Werkzeug. Okay, dann nehmen wir halt die Bohrmaschine. Okay. Und jetzt werden wir unseren perfiden Plan ausführen. Hoffentlich klappt es mir so, wie ich mir das vorstelle. Ich mach mal kurz Schnellreise zum Wassertank. Und einmal den Hahn ziehen. Ah, was für eine leckere Brühe. Zurück zu Wenzels Haus. Zurück in den Keller. Irgendwie ist hier gar nichts passiert. Wieso passiert jetzt hier nichts? Gehen wir mal ins Badezimmer. Wir haben ja einen Kaminofen. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Ja, wahre Worte. Aber was können wir mit dem Kaminofen denn hier machen? Ich verstehe es nicht. Gehen wir mal zurück. Wenn wir jetzt mal hier hochgehen zum Wassertank. Vielleicht gibt es hier noch ein zweites Rohr. Aber es bleibt immer hier vorne stehen. Verrückt. Ich versuche aber erstmal den Schwamm nass zu machen. Und da wir auch Seife benötigen, haben wir mit dem Waschmittel im Topf eigentlich beste Voraussetzungen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Jetzt haben wir einen nassen Schwamm. So, zurück. Dass wir vor das Stadttor kommen. Und da gucken wir mal nach, was sich jetzt hier hinter verbirgt. Ich hoffe, das reicht zumindest aus. Muss das wirklich sein? Okay. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Okay, Schnutzipu. Ja, jetzt wo wir wissen, wem das Auto gehört, können wir doch sicherlich locker bei Hannik nach dem Schlüssel fragen. Das ist doch mal eine ausgezeichnete Hallo Idee. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Schnutzipu. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich würde sagen Ballett wegen der Pirouettentrainingfigur. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Nein, ich liebe dieses Spiel eindeutig. So, wir haben jetzt den Truckschlüssel von Schnutzipu. Und machen damit die Kiste erstmal auf. Okay, hier haben wir den Hebel wahrscheinlich für die Motorhaube. Perfekt. Schauen wir mal nach, was der Gute unter seiner Haube hat. So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung.
Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Vielleicht können wir sie ja auch aufbohren. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah, au! Yeah! Jetzt brauche ich bloß noch irgendwas, um das aufzufangen. Aber was? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Jetzt habe ich aber tatsächlich... Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Oh, ich habe das Gefühl, dass das als energiereich in den Kaffee reinkommt. Oh Gott, Gold, tut mir doch ein bisschen leid. Okay, zurück zum Dorf. Wie machen wir das denn jetzt am besten mit Wenzel? Wie machen wir das am besten? Kann man vielleicht mit dem Handschweißgerät arbeiten? Das sitzt auch so schon fest genug. Dachte ich mir. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Aber was? Vielleicht können wir die Warte nochmal in den Kamin aufmachen. Das muss nicht gewartet werden. Ah, schön. Ballon mit Lachgas. Ich bin mal so frei und werde mal hier den Papagei mal ein bisschen zum Lachen bringen. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja. Die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Vielen Dank. So, jetzt haben wir einen betäubten Papageien. Ist nur die Frage, wofür zur Hölle sollen wir jetzt den Papagei benutzen? Ich habe das Gefühl, dass ich mich ein bisschen im Kreis drehe. Ich werde mal zu Toni in den Laden heizen. Weil wir können nämlich den Papagei vielleicht auf die Stange setzen. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Aber wie wecke ich denn ein bisschen betörten Papageien? Verrückt. Okay. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, eine Sprengung durchzuführen. Aber... Ich kann mir jetzt nicht wirklich erklären, warum wir das tun sollten. Ich bin gerade echt im Überlegen. Ich bin gerade unglaublich ratlos. Was kann man hier machen? Notrufsäule, Schornstein, Rohr, Wassertanks. Wir müssen auf jeden Fall Wasser in Wenzels Haus leiten. Ist natürlich jetzt nur die Frage, warum kommt es nicht unten aus den Löchern raus? Vielleicht müssen wir da den Trichter montieren. Versuchen wir es mal. Okay, das bietet gar keine Aktionsmöglichkeit mehr. Das ist ja ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Okay. Vorschlag meinerseits, ich lasse mal was überlegen und wir machen in der nächsten Folge weiter und wissen dann hoffentlich schon ein bisschen mehr.
oder komm eher auf den Trichter, was wir jetzt als nächstes zu machen haben. Bis dahin bedanke ich mich für eure Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.